Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir spielen heute Minecraft Ender Games auf der Map Swampland mit mir, dem Torben. Und ja, wir spielen Minecraft Ender Games, weil das gestern in der Abstimmung gewonnen hat. Nach 2 Stunden habe ich die Abstimmung genommen und da waren 36 Total Votes und 23 gingen davon an Ender Games. Ich blende euch den Screenshot einfach mal hier ein. Und ja, was ich dazu sagen muss, ist, also erstmal danke, dass mehr von euch mitgemacht haben. Wie gesagt, die Ankündigung hat wirklich geholfen, dass ich gesagt habe, in der Beschreibung steht ein Link, wo ihr draufklicken könnt, dass ihr abstimmen könnt, was morgen kommt. Und ja, danke. Wir spielen Ender Games mit dem Schinken-Kit. Der Schinken kann, wirst du niemals an Hunger sterben. Des Weiteren gibt er dir für 5 Sekunden verstärkende Effekte, Speed, Regeneration, 50% mehr Schaden. Genau, das macht der Schinken. Und wie gesagt, für heute ist auch ein Link in der Beschreibung, wo ihr dann abstimmen könnt, was morgen drankommen soll. Es wird wieder 4 Auswahlmöglichkeiten geben. Ender Games ist diesmal nicht dabei, weil wir heute eben Ender Games spielen. Ich denke, ihr versteht das Prinzip dahinter. Wenn ich jetzt aber sehe, dass immer abwechselnd, also an einem Tag Bad Wars und dann Tag danach Ender Games kommt und sich das öfter wiederholt, werde ich was dagegen machen, sodass zum Beispiel die Sachen nur alle 3 Tage reinkommen oder so, damit die Abwechslung einfach gegeben ist und nicht dann, ihr wisst, wie ich das meine, richtig? Ihr wisst das doch. So, Essen brauche ich eigentlich eh nicht, das kann mich eigentlich mal nicht jucken. Weil ich, wie gesagt, den Schinken im Inventar habe. So, Moment mal hier. Ich brauche erstmal was zum Schwert machen. Aber auf ein Holzschwert habe ich keinen Bock. Das war mit Schinken auch echt richtig overpowered. Also Schinken-Kit allgemein ist overpowered. Das ist einfach richtig stark. Das ist meiner Meinung nach noch stärker als Zielsucher. Weil beim Zielsucher machst du halt nur den Schaden, wenn du deinen Gegner bevor in der Combo hattest. Beim Schinken machst du halt immer den Schaden, wenn du deinen Schinken gefressen hast. Du musst halt nur Hunger haben, aber das ist nicht so schwer. Sag ich jetzt noch. Ich muss einmal kurz husten, sorry. So, da bin ich auch schon wieder. Zack, dann hole ich mir nochmal hier. Bam, bam, bam. Und jetzt wird erstmal ein Holzschwert gemacht, sich. Und jetzt wird weggerannt, weil da hinten Leute sind. Und ich keinen Hunger habe. Oh, der hat ein Eisenschwert, das will ich haben. Da habe ich auch locker die Chance drauf. Auch wenn der... Hä, ich habe gerade die Lava gehört. Zack, da habt ihr es gesehen, wie overpowered das Schinken-Kit ist. Einmal in der Kombo... Einmal in der Kombo drin. Dann war es das da auch schon. Mit ihm. Ich hätte sogar noch meinen Goldapfel essen können oder meinen Regeneration-Trank trinken können. Jetzt habe ich schon 2 Schinken. Geil. Zack. Nice. Es läuft. Es läuft. Wir haben gar nicht schlechte Sachen, muss man sagen. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Zack, 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 zack. Essen juckt uns nicht, wie gesagt. 93 Blöcke. Das heißt, wir haben Zeit zum Craften. Wir machen uns eine goldene Hose und sparen auf eine Eisen-Chestplate. Es war vielleicht ein bisschen doof, aber meiner Meinung nach klug. Sag ich jetzt einfach mal so. So. Hunger haben wir, das ist gut, den behalten wir auch. Damit wir, falls wir getauscht werden und im Kampf sind, direkt was phrasen können. Und mit was meine ich natürlich unseren guten alten Schinken. So, dann machen wir uns mal das Diamantenschwert. Das wird uns auch noch nützen. Weil da machen wir 50% Schaden und noch ein Herz mehr als vom Eisenschwert. Addiert sich halt alles schön zusammen. Das kann doch was werden, liebe Leute. Hier ist eine Kiste gespawnt. Die wird leer sein. Ja, noch nicht ganz, aber Essen juckt uns ja sowieso nicht so. Ach, scheiße, ich brauche echt Eisen. Komm. 2 Dias und 4 Eisen, besser geht's nicht. Also vielleicht doch, aber schon entspricht voll und ganz meinen Ansprüchen, sagen wir es mal so. So. Für die Fische hier. Und dann machen wir uns mal hier eine ebene Basis. Packen das da rein, zack. 2 Dias haben wir nur. Oh, hä, jetzt habe ich 2. Okay, gut, dass ich einmal nachgeguckt habe.
Die hat wahrscheinlich sonst... Ah, okay, jetzt essen wir mal was anderes. Weil vollen Hunger können wir jetzt nicht gebrauchen. Aber wir müssen halt wieder rennen. Sonst sind wir nicht so gut dran. Enderperle. Kann man immer gut gebrauchen. 10 Pfeile auch. Für den Fernkampf. Der kann natürlich auch... oh, scheiße, ich habe Schinken gegessen. Mann. Doof. Dummer Typ, Tom. Okay, war nicht so... Oh, hi. Hallöchen. Wie geht's, wie steht's? Ich schnapp mir euch, bleibt stehen. Oh ja, auch wenn du ein Känguru bist, ich kriege dich. Oh. Der Kollege ist wohl draufgegangen. Ich habe noch einen Potion. Ach so, ein Regenerationstrank. Kann man immer mal gebrauchen, liebe Leute. Boah, 4 Diamanten, die kann man allerdings auch immer mal gebrauchen. Och. Das nehmen wir doch gerne an, so. Bäh, 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 bäh. Erschrocken, liebe Leute. Ich komme wieder und da bist du down. Einmal kurz hier messen. Okay, 69. Das heißt, wir haben Zeit, die Sachen hier auszusortieren. Er hatte doch noch was. Eisen Chestplate. Ja, die nehme ich mal auf, damit die kein anderer bekommt. Ach, das Ziel. Mann! Ist doch gut. Lol. Lol, 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 lol. Hier passiert gerade so viel gleichzeitig. Okay, der Typ ist da unten. Ich versuche noch Hunger zu verbrauchen. Und dann schnapp ich ihn mir doch. Zack, ein Hit hat er kassiert. Okay, er ist ein Bogenschütze. Oh fuck, er ist wirklich ein Bogenschütze. Oh nein! Lol, 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 was passiert hier? Was passiert hier? Potion of Regeneration. Boah, Alter, dieses Kit ist richtig overpowered. Geh ja weg, geh ja weg. Na, hä? Ach, er wurde geswitcht. Geh weg. Mann, echt? Boah, lol, ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. Ich habe richtig rumgeschrien, hatte ich das Gefühl. Habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit für mich hier? Ja. Huiuiui. Wow, wow, wow. Das ist ein Unterschied zu Bedwars tatsächlich, die Action hier. Boah, lol, ich kann mir was Krasses bauen. Nämlich eine diamantene Chestplate. Ja, Mann. Und eine eiserne Hose. Die ich auch brauche. Und jetzt haben wir volle Eisenrüstung plus Diamant-Chestplate. Also, wir haben zwar einen Goldhelm, aber der zählt ja genau das Gleiche. Wir haben auch noch 4 Heilungstränke. Lol, gut, dass ich mein Inventar mal jetzt sortiert habe. War vielleicht ganz important. 10 Enderperlen. Also wir sind schon echt gut equipped. Wenn wir jetzt einen Verzauberungstisch finden, kann ich noch meine Chestplate tauschen. Verzaubern, nicht tauschen. Vielleicht renne ich nochmal hier ein bisschen durch. Ich meine, bessere Rüstung kann man immer gut gebrauchen. Auch als Schinken. Warum eigentlich nicht, ne? Oh fuck. Und in der Wüste findet man halt einfach die meisten Kisten. Wenn man halt die beste Übersicht hat. Aber die ist leider jetzt nicht so groß, weil da noch die Absprung ist. Aber die da hinten können wir uns vielleicht noch holen. Wobei, bei unserem Glück ist die bis dahin eh verschwunden oder ist außerhalb der Absperrung. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ah, dann holen wir uns die da. Die kriegen wir. Da bin ich ziemlich optimistisch. Zack. Ein Dia und ein Gold, das wir nicht mitnehmen, weil wir es gar nicht brauchen. Gut. Da hinten ist noch ein Verzauberungstisch. Das heißt, da gehe ich mal hin. Und verzauber ganz kurz meine Brustplatte. Ne, die schmeiße ich mal nicht weg. Ich schmeiße mal lieber die goldene Hose weg. Und dann tue ich die hier rein und ganz schnell verzaubern. Boah, das war ja mal so knapp. Das war ja mal so übel knapp. Ich hätte mich richtig aufgeregt, glaube ich. Und zwar zu Recht hätte ich das. Schade, dass wir nur eben gegen das Ungeheuer
Da unseren... Ach nein, es ist das Ungeheuer. Es ist tatsächlich das Ungeheuer. Meine Damen und Herren, da wird der Regenerationstrank genommen. Dann von unten reingespammt. Und dann wird sich an Land... Oh fuck! Ich wusste gar nicht, dass es mit den Enderperlen unter Wasser nicht so richtig funktioniert. Aber ist gar kein Problem. Dann porten wir uns jetzt an Land und spammen das von hier aus weg. Wobei der Bogen von dem natürlich krass overpowered ist. Im Gegensatz zu meinem. Aber das dumme Ding ist im Wasser. Und da können wir eigentlich mit dem ziemlich... Oh fuck, wir haben keine Pfeile mehr. Ist doof. Okay, jetzt wird er von der anderen Seite noch zu mir geschossen. Besser läuft's, kann's gerade echt nicht laufen. Also ist Showdown hier. Tatsächlich. James HD ist das Ungeheuer. Bei Chrissy weiß ich nicht, was der ist. Und ich bin Schinken. Ich brauche die auf dem Land. Das heißt, ich kann mir jetzt diesen bei Chrissy holen, von hinten eventuell. Nice, kann ich anscheinend echt. So. Okay, das hat nicht so richtig funktioniert. Der hat sich nicht so weit weggeworfen. Bam, da kriegt er nochmal Fall Damage. Dann werfen wir uns mal wieder hinter ihn. Zack. Das ist doof gelaufen. Aber er macht gar nichts. Wir haben quasi null Damage kassiert. Okay, er wirft sich da hoch. Bei Chrissy will ich zuerst aus dem Weg räumen, gerne. So. Boah, er war Link. Harter Kampf. Einfach, weil er... Scheiße, jetzt hat er richtig gute Sachen nochmal bekommen. Ich muss erstmal hier von den Seerosenblättern weg. So, wo ist er? Da oben. Hat er volle Dia-Rüstung? Fast, Alter. Ich glaub's nicht. Okay, das heißt, wir holen uns jetzt nochmal die Regeneration. Werfen uns da hinten an Land. Essen unseren Schinken. Vielleicht war es eine dumme Idee. Weil wir einfach noch zu weit weg von allem davon waren. Ja, komm, du machst mir auch nicht gerade viel Schaden. Wenn ich dich an Land kriege, was du irgendwann tun musst... Dann habe ich dich. Das war mein Handy. Tut mir leid, Leute. So, ich kann meinen Schinken jederzeit wieder futtern. Lol, er hat sich hinter mich geworfen. Der kleine Schlawiner. Aber was will er eigentlich tun? Er hat halt seinen Bogen. Mehr hat er aber nicht. Boah. Bleib stehen. Was versucht er? Na komm. Ach Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Alter, dieser Bogen ist so krass einfach. Renn weg. Renn einfach nur weg. Regenerationstrank kann ich gebrauchen. Und zwar immer gut. Mann, Alter, das ist echt ein schwerer Endkampf. Dieser Bogen ist leider echt richtig overpowered. Und er weiß auch damit umzugehen. Das ist doof. Oh, fuck. Mann, ich dachte, ich könnte ihn noch hitten. Aber es hat nicht mehr funktioniert. Okay, ich renne einfach weit weg. Da muss er irgendwann an Land geportet werden und dann war's das. Boah Leute, jetzt geht die Folge schon 15 Minuten lang. Ich wollte eigentlich nie so einen krassen Endkampf hier haben. Verzaubern wir uns einmal hier unsere Leggings. Projectile Protection. Gut. Das können wir jetzt gebrauchen. Davon brauchen wir mehr. Projectile Protection ist gut. Gegen ein Ungeheuer. 3 Eisen, aber damit kann ich eigentlich nichts anfangen, außer mit einem besseren Helm craften vielleicht. Das ist perfekt. Die brauchen wir. Nochmal Level 1.
Und nochmal 5. Perfekt. Nee, nichts essen. Ist wichtig. Und nochmal 4 Enderperlen. Hä? Ja, wow. Okay, dann machen wir uns mal eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, was er damit jetzt gerade bezwecken will. Ach, er ist da. Wieso ist er so schnell da? Dann komm mal runter, Freundchen. Ich glaube, in Endergames ist es doch so, dass man nach einer Zeit Damage kriegt, wenn man zu lange unter der Erde ist, oder? Ich weiß es allerdings nicht genau. Naja, wir nutzen die Zeit mal, um jetzt hier nochmal dies zu machen. Und nochmal das zu machen. Damit wir auch gut equipped sind. Und da habe ich seine Taktik schon durchschaut, aber jetzt ist er da unten. Was ein kleiner Vorteil ist. So, wir kommen, Freundchen. Zack, zack. Zack, zack. Na komm, bleib stehen. Das war halt ein Showdown und dann war's das, Leute. Geneinhartet. Ja, irgendwann muss ich halt das... Total. Stimmt, ich habe einen Chatbaum bekommen, Leute. Weil ich eben, ist nicht so wichtig, das ist eine andere Geschichte. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch eine positive Bewertung da. Stimmt ab für morgen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Haut da rein und ciao.